viel cooler ist ja sowieso die Geste mit der linken Hand. Dieses, na dann komm mal her. Das finde ich auch so geil, das ist mir noch nie aufgefallen. Das sehe ich jetzt erstmal so richtig. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Gothic Community React. Hier auf meinem kleinen, aber feinen YouTube-Kanal. Heute geht's wieder um Gothic und wir schauen uns ein Video vom guten Grafen an, vom Graf von gestern. Ein Gothic Monsters im Wandel der Zeit Skelett Gothic Lore Video. Ich habe so Bock drauf und wenn ihr keinen Bock auf mein Gequatsch habt, dann checkt bitte das Originalvideo ab, in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst dem guten Grafen gerne ein Abo und ein Like und Support da. Das ist nämlich kein Mord. Ja, 13 Minuten geht das Ganze und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier vielleicht wieder Neues über Gothic lernen werden. Hallo meine Gothic-Freunde und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Gothics Monster im Wandel der Zeit. Ist schon ne geiler Opener, finde ich jetzt schon, 10 von 10, kriegt direkt jetzt schon ein Like. Weile her, dass ich zu diesem Format ein Video gemacht habe und in der Zwischenzeit sind auch ein paar neue Gothic-Freunde auf diesen Kanal gestoßen. Erstmal herzlich willkommen. Für alle, die dieses Format also noch nicht kennen, wir sehen uns die alten Dokumente zu den... Oh, ich liebe es jetzt schon wieder einfach. Guckt euch diesen geilen Schriftzug an. Oh mein Gott, ich kann das schon jetzt wieder nicht mehr. Autor Alex Brüggemann. Ah, Druckdatum 3.11.1998 um 8.05 Uhr. Ich bin ja schon wieder außer Atem hier. Monster-Designs an und schauen letztlich, was davon im fertigen Gothic umgesetzt wurde. Nach der Fleischschwanze und dem Minecrawler schauen wir uns heute die ersten humanoiden Monster an, die Skelette. All das wäre natürlich nicht ohne das wunderbare Gothic-Archiv möglich. Wenn ihr euch also für die Entwicklung vom ersten Gothic-Teil interessiert, schaut da unbedingt vorbei. Link zum Archiv findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So eine geile Seite, wirklich, das ist eine Fundgrube. Diese Seite ist so ein Schatz, so ein Artefakt, wirklich. In diesem Sinne, nun aber viel Spaß und los geht's. Wie cool. Mega. Geiler Opener. Innerhalb der Story von Gothic 1 trifft man als Spieler erst recht spät auf untote Skelette. Und ich sage bewusst untote Skelette, denn toten Skeletten begegnet man im Minental schon sehr, sehr früh. Was mir vor allem aber auch noch aufgefallen ist, von den drei Skeletten in der Bergfestung mal abgesehen, befinden sich alle anderen an unterirdischen Orten. Anders als in Gothic 2 trifft man in Gothic 1 also überwiegend unter der Erde auf Skelette. Was? Das stimmt, das ist schon jetzt ein signifikanter Unterschied zu Gothic 2, der mir jetzt gerade mal jetzt erst auffällt. Da denkt man ja gar nicht mal so viel drüber nach eigentlich, ne? Also das ist wirklich krass. In Gothic 1 hast du wirklich kaum in der Oberwelt welche. Wo ich jetzt so drüber nachdenke, eine ziemlich coole Anspielung für den in unserer Welt üblichen Aufenthalt von Skeletten ist. Naja, aber was hat man denn dann vor Augen, wenn man an einem dieser Orte nun auf ein solch untotes Skelett stößt? Also, laut Designdokument steht ein 1,80 Meter großes und 20 Kilogramm schweres humanoides Knochengerüst vor dem Spieler. Hm, das ist jetzt ein wenig dünn. Oh mein Gott. Nice. Aber Spaß beiseite, vielmehr gibt das Designdokument von Alex diesbezüglich leider gar nicht her. Aber wir haben ja zum Glück auch noch Screenshots der ersten Monster-Designs und da finden sich auch Gott sei Dank die ersten Versionen der Skelette wieder. Das ist schon ziemlich dicke Knochen, oder? Also wirkt schon sehr thick und sehr smiley. Mag ich. Daher kommen die 20 Kilo, weil ich dachte mir gerade, 20 Kilo an Knochen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe gerade gar nicht so im Sinn, wie viel jetzt die Knochen an Gewicht in einem menschlichen Körper einnehmen. Gerade von Version 056C zu 064B sieht man einen deutlichen Unterschied und den Wechsel zu mehr Realismus. Nicht nur die für Comics typisch kreidebleiche Farbe der Knochen ist verschwunden, auch die leuchtenden Augen sowie die schneeweißen Beißerchen mussten weichen. Man merkt aber auch den Sprung zu mehr nutzbaren Polygonen. Gerade an der Wirbelsäule ist dieses Mehr an Details gut zu erkennen. Solche Shots wie hier, solche Vergleichshots, wo der so mit Bildern rein und raus zoomt und so,
Das ist so cool, das sind so geile qualitative Videos, die der Graf immer wieder macht. Zwischen Version 064b und dem finalen Design liegen wiederum nur noch kleine Änderungen, wie die hinzugefügten Schlüsselbeine. Warte, aber da hat man jetzt auch ganz gut gesehen, also hier sieht man ja schon auch, die Textur hat sich auch, glaube ich, nochmal verändert so ein bisschen. Ist ein bisschen dunkler geworden, habe ich das Gefühl. Klar, mehr, ne, die mehr Details sind auf jeden Fall nochmal wieder zugekommen. Und es wirkt nicht mehr so kantig. Also hier wirkt es ja schon noch recht kantig und eher, ja, schon simpler gehalten, ne? Aber hier wirkt es irgendwie ein bisschen, ja, noch mehr Details und die Texturen sind noch ein bisschen verbessert worden. Worüber uns Alex' Dokument jedoch mehr verrät, ist das Verhalten der Skelette. Wenn nicht gerade von lebendigen Wesen angelockt, stehen Skelette eigentlich nur in der Gegend rum und... Dieser Handschlag, ach wie geil ist der denn? Von lebendigen Wesen angelockt, stehen Skelette eigentlich nur in der Gegend... Dieser Hand, dieses, ja komm her, noch mehr, noch mehr. Das finde ich ja super, das ist mir noch nie so aufgefallen. Also klar, ich wusste, die machen immer so eine Art Emote oder irgendeine Art Bewegung noch so, aber das habe ich jetzt so in der Detailstelle jetzt noch nicht wahrgenommen tatsächlich. ...drum und halten nach Gegnern Ausschau. So kennen wir Spieler das ja auch aus dem fertigen Gothic. Ebenfalls wissen wir, dass besiegte Skelette zu einem Knochenhaufen zusammenfallen. Hier wird es jetzt aber spannend, denn da war ursprünglich noch mehr geplant. Laut Designdokument sollten Skelette nämlich nicht nur als bereits Untote vorzufinden sein, also aufrecht als richtiges Skelett, sondern auch aus ihrem Knochenhaufen auferstehen können, sobald sich der Spieler diesem nähert. Es wird hier... Wie hat er das denn jetzt gemacht? Wie hat er denn diesen Shot bitte aufgenommen? Ich meine, das Feature hat es ja nicht ins Spiel geschafft, oder? Können, sobald sich der Spieler diesem nähert. Oder hat er das rückwärts abgespielt? Kann sein, dass er es auch rückwärts abgespielt hat irgendwie. Es wird hierbei extra erwähnt, dass nicht alle Knochenhaufen auferstehen müssen. Na, ein Glück. Aber jetzt, wo wir schon beim Thema sind, kann ich auch direkt mit den Knochenhaufen zum Kampfverhalten übergehen. Im fertigen Gothic kann man mit den Überresten eines besiegten Skeletts ja nichts mehr anfangen. Während man in Gothic 2 immerhin einen Knochen aufsammeln kann, sollte man in Gothic 1 ursprünglich gleich den ganzen Haufen mitnehmen können. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das geplante Gameplay, was den Kampf gegen Skelette anbelangt. Während im fertigen Gothic ein getötetes Skelett auch tot bleibt, sollte in der damaligen Version ein im ersten Augenblick besiegtes Skelett nach einer Weile aus seinem Knochenhaufen wieder auferstehen können und das auch in voller Stärke. Als Spieler hätte man ein Skelett also nur dann vollends vernichtet, wenn man den Knochenhaufen mit einem Nahkampfangriff zerhackt oder aber den Knochenhaufen aufnimmt, denn solange man den Haufen trägt, sollte das Skelett natürlich nicht wieder auferstehen können. Damit man aber nicht permanent mit dem Haufen rumrennen muss, sollte es die Möglichkeit geben, diesen in einer tiefen Schlucht oder aber im Wasser zu vernichten. Und apropos Wasser, genauso wie bei den Zombies sollte auch bei den Skeletten der Kontakt mit Wasser tödlich sein. Das ist so geil, dass ihr solche Shots da noch eingebaut habt, um das nochmal visuell besser darzustellen. Aber warum? Ich meine, ich habe hier vorhin nochmal kurz so überflogen in dem Dokument. Da hatte ich so kurz auch gelesen irgendwie, das sollte irgendwie möglich sein, dass man die dann aufnehmen könne, aber hier... Skelette sind primitiv wie Zombies, aber schnell wie Tempelkrieger. Okay, da ist erstmal die Frage, was Tempelkrieger sind. Sind immun gegen Pfeil- und Feuerschaden. Wasser ist tödlich. Okay. Ein Skelett kann schon entweder schon untot sein oder als Knochenhaufen auf dem Boden liegen. Nähert sich der Spielercharakter auf 3 Meter an den Knochenhaufen an, entsteht das Skelett auf. Nicht alle Knochenhaufen müssen auferstehen. Skelett, Auferstehung, feste Animation. Wird ein untotes Skelett getötet, bleibt es eine Weile liegen und kann dann wieder zur vollen Stärke auferstehen. Dies kann man verhindern, indem man A, den Knochenhaufen zu Splittern zerhackt, ein Schlag, oder B, den Knochenhaufen mitnimmt, solange man es trägt, entsteht es nicht wieder auf, oder C, einen Knochenhaufen in eine tiefe Schlucht oder ins Wasser wirft. Ja, das ist ja das, was er gerade schon gesagt hat. Gegen Pfeile und Feuer sind Skelette wiederum immun. Und gerade die Sache mit der Immunität gegen Pfeile ist für mich bis heute eine richtig geniale Idee. Denn wie soll man auch ein Skelett mit einem Pfeil töten können? Ich meine, selbst ein Kopftreffer ist ja wirkungslos, denn da ist ja nichts mehr im Schädel, was man treffen kann. Sorry, Skelett.
Hat aber einen richtigen Punkt, weil selbst wenn man jetzt so einen Bolzen oder einen Pfeil in die Rippen schießt, der bleibt ja nicht stecken, der fliegt ja im Zweifel einfach durch. Also das ist wirklich eine geniale Sache. Ich finde, solche Einheiten oder Monster, die halt so bestimmte Immunitäten haben, tragen ja auch ultra stark zur Atmosphäre und zum Ambiente bei. Man stelle sich ja mal vor, dafür würden halt wahrscheinlich so stumpfe Waffen wie Hämmer oder Streitkolben halt extra Schaden machen zum Beispiel. Ja, gegen Skelette, Bonusschaden, keine Ahnung. Und Schwerter halt einen normalen Schaden. Und halt, wie gesagt, Bolzenpfeile und so halt Immunität hervorrufen. Warum jetzt aber auch Feuer eine Immunität bei einem Skelett sein soll, weiß ich jetzt nicht so ganz. Wahrscheinlich haben sie das nur eingebaut, damit Wasser halt am tödlichsten ist und man halt so eine Balance irgendwie braucht. Vielleicht deswegen, aber kann ich mir jetzt noch nicht so ganz erklären, was sie sich mit dem Feuer eigentlich dabei gedacht haben. Bei Bolzen und Pfeilen macht das schon Sinn. Diese geistige Leere ist übrigens sicher auch der Grund, wieso Skelette immun gegen Psi-Attacken sind. Und das ist auch noch im fertigen Gothic so. Versucht man ein Skelett mit zum Beispiel Pyrokinese anzugreifen, macht der Held nur diese Bewegung hier. Ja. Was denn? By the way, auch wieder ein super cooles Detail. Man hätte es ja auch einfach so programmieren können, dass der Held trotz dieser Immunität der Skelette mit Pyrokinese zum Beispiel angreifen kann, es aber halt einfach keinen Schaden bekommt. Wenn der Held jetzt aber, wie hier zu sehen, den Angriff gänzlich verweigert, wird ja viel stärker deutlich, dass es wirklich zwecklos ist, es überhaupt erst zu versuchen. Ich frage mich, wie er das gefilmt hat. Wie hat er denn diese Shots aufgenommen, dass am einen Shot der Held das macht und im anderen Shot macht das halt eben nicht? Das frage ich mich halt so krass. Würde er wahrscheinlich mit der Mod, mit der EMGG irgendwas Mod, da wahrscheinlich was rumgebastelt haben. Also krasser Effort, der hier in dieses Video gelegt wurde. Man denkt sich so beim Zuschauen vielleicht als Casual-Zuschauer, ach ja, cool, nett visualisiert und so, aber da steckt bestimmt ein Haufen Arbeit dahinter, diese Shots aufzunehmen, um das erstmal zu bauen, diese Szene, glaube ich. Womit ich jetzt aber auch genug über die Vernichtung der Skelette geredet habe. Viel spannender wird es beim Thema Kampfverhalten doch, wenn wir uns ansehen, wie die Skelette auch austeilen sollten. Alex beschreibt die Skelette so einleitend mit den Worten: Skelette sind primitiv wie Zombies, aber schnell wie Tempelkrieger. Ich denke, auch das kann jeder Gothic-Spieler bestätigen. Skelette sind echt verflucht schnell. Und der Vergleich mit dem Tempelkrieger wird umso imposanter, wenn man sich mal die Anatomie anschaut. Allein die deutlich länger... Ach klar, die Tempelkrieger. Ja, das sind diese speziellen Orks, die in der Orkstadt rumlaufen. Das sind nicht viele, aber ein paar sind's. Deren Beine verschaffen dem Ork hier schon einen enormen Vorteil. Umso bemerkenswerter also, dass ein Skelett mit seinen vergleichsweise kurzen Beinchen genauso schnell ist. Vielleicht ist das dadurch begründet, dass das Skelett ja kein Gewicht mit sich rumschleppt und deswegen schneller ist, was ja auch Sinn macht. Ne? Also wenn du natürlich irgendwie 100 Kilo mit dir rumschleppst plus nochmal Ausrüstung, dann bist du natürlich nicht so schnell, aber wenn du gar nichts mit dir rumschleppst, nicht mal dein eigenes Körpergewicht, bist du natürlich schneller, das macht schon Sinn. Und jetzt, wo das Skelett quasi schon auf uns zugerannt ist, können wir uns doch mal die Kampftechniken anschauen. Der Abschnitt Nahkampfattacken verrät uns, dass damals drei verschiedene Angriffe für die Skelette vorgesehen waren. Der Angriff aus dem Stand, dann noch mit einem Ausfallschritt sowie eine Drehattacke. Ins fertige Gothic geschafft hat es von diesen drei Attacken nur der Angriff mit Ausfallschritt. Wobei man hier noch dazu sagen muss, dass das wohl vorwiegend an der Anfängerhaltung der Skelette liegt. Komisch ist dann aber nur, warum die Angriffe aus dem Stand, damit sind wohl die Seitenschläge gemeint, bei den Skeletten explizit weggefallen sind, weil in der Anfängerhaltung gibt es die ja auch. Also, wenn ihr da was wisst, haut das gerne mal raus. Die geplanten Drehschläge hätte ich natürlich auch sehr gerne gesehen, aber ich bin mindestens genauso froh, dass es dafür einen adäquaten Ersatz im Spiel gibt. Die Karate-Kicks. Schreibt mir mal bitte, was ihr davon haltet. Also ich finde die super witzig. Etwas, was ich übrigens mindestens genauso cool finde wie die Karate-Kicks, ist die Drohgebärde der Skelette. In Alex' Dokument wird diese mit Waffe heben und mit Waffe spielen beschrieben. Ja, also Waffe heben lasse ich noch gerade so durchgehen, aber mit der Waffe spielen eher weniger. Aber viel cooler ist ja sowieso die Geste mit der linken Hand. Dieses, na dann komm mal her. Das finde ich auch so geil, das ist mir noch nie aufgefallen. Das sehe ich jetzt erstmal so richtig. Aus der Überlegenheit heraus, die ein Skelett gerade am Anfang des Spiels hat, das ist schon ziemlich nice, finde ich. Jetzt ist man als Spieler aber natürlich auch nicht ganz wehrlos und so kann es passieren, dass auch ein Skelett mal parieren muss.
Im Nahkampf geschieht das einfach mit der Waffe oder aber mit den Fäusten. Letztere Variante ist so nicht im fertigen Gothic zu sehen, denn unbewaffnete Skelette gibt es ohnehin nicht. Aber auch für einen Fernkampfangriff seitens des Spielers sollten Skelette eine Parade in petto haben, und zwar Schild hoch und ducken. Moment, Skelette sind doch immun gegen Pfeilschaden. Ja, völlig richtig, und daher hat Piranha Bytes diese Animation wohl auch gestrichen. Wir bleiben aber dennoch beim Thema Fernkampf, denn hier wird es nochmal richtig spannend. Boah, was für ein geiler Shot einfach. Mit der Rüstung und allem. Boah, das sieht cool aus. Das Dokument verrät uns nämlich, dass Skelette auch mit Bögen ausgestattet sein sollten. Dass es dieses Feature nicht ins Spiel geschafft hat, wissen wir. Aber was es meiner Meinung nach noch ins Spiel geschafft hat, ist das Model von den Skelettbogenschützen. Der ein oder andere von euch hat sich vielleicht auch schon mal gefragt, wieso manche Skelette diesen Minischild hier tragen und dann vor allen Dingen auch noch am Unterarm und nicht in der Hand. Also, ich konnte mir da bislang nie so recht einen Reim draus machen und ehrlich gesagt sah das für mich auch immer echt komisch aus. Also für mich eigentlich gar nicht. Für mich wirkt das Ding wie so ein Faustschild. Also gibt ja so manche kleine Schilde, die trägt man ja wirklich nur in der Faust. Die sind ja wirklich nur so, haben Durchmesser von so 20, 30 Zentimeter vielleicht. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen größer, aber solche Faustschilde gab es schon irgendwie. Mit so einem Einlass, wo die Faust halt drin sein konnte. Du konntest dich damit decken, also einen Schlag quasi abwehren, und du konntest damit zuschlagen. Und ich glaube, das könnte so eine Art Anspielung daran sein oder eine Anlehnung. Dass das so ein Skelett, das jetzt am Unterarm hat, ist eigentlich, ja, es wirkt halt wie so eine Rüstungserweiterung. Ne? Wenn da ein Gegner kommt, der mit dem Schwert auf dich einprügelt und du reißt den Arm so hoch irgendwie vors Gesicht, kann das ja auch schon helfen, ne? Jetzt, wo ich das aber mit dem geplanten Fernkampf für die Skelette lese, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Dieser Schild, den wir hier sehen, ist nämlich gar kein Nahkampfschild. Vielmehr soll er dem Bogenschützen als Schutz vor anderen Fernkämpfern dienen und dabei gleichzeitig gewährleisten, dass der Schütze immer noch beide Hände frei hat, um selbst seinen Bogen bedienen zu können. Okay, das ist natürlich einleuchtend. Ich verlinke euch dazu auch mal ein Video in der Beschreibung, da kann man wunderbar sehen, wie das in der Praxis aussieht. Und ja, verglichen mit dem Schild aus dem Video ist der Schild vom Skelett wirklich ein wenig klein. Wenn sich unter euch ein Fachmann für historische Waffen befindet, würde ich mich hier sehr über Aufklärung freuen. Davon aber mal ganz abgesehen ist das, wie ich finde, trotzdem eine ziemlich coole Entdeckung. Und umso weniger kann ich dann verstehen, warum Piranha Bytes die Model so seltsam zugeordnet hat. Wie im Video von Alpha Researcher zu sehen, hat der Skelettbogenschütze nämlich gar nicht das Model mit dem Schild. Und im finalen Gothic hat jetzt auf einmal der Skelettkrieger diesen Schild. Also, das passt ja nun wirklich überhaupt nicht, wie ich finde. Schaut man sich zudem die drei Skelettvarianten mal auf einen Blick an, ergibt erst recht, finde ich, nur diese Zuordnung hier Sinn. Das Skelett links hat die beste Waffe von den dreien und die vergleichsweise beste Rüstung und sollte daher natürlich der Krieger der Gruppe sein. Das Skelett rechts wiederum hat für mich die typischen Merkmale eines Fernkämpfers. Da wäre zum einen die leichtere Lederrüstung, dann der Schild, über den wir jetzt schon ausführlich genug gesprochen haben, und vor allem trägt das Skelett keinen fetten Panzerhandschuh wie links, der vor allen Dingen, wie hier zu sehen, bei der Nutzung eines Bogens eher hinderlich wäre. Ob dieses Model mit Schild nun also wirklich für den Skelettbogenschützen angedacht war, kann ich nicht sagen. Wenn ihr jedoch mich fragt, ist diese Darstellung die einzig logische Wahl für den Skelettbogenschützen. Ich kann mir vorstellen, ohne jetzt natürlich ein genaueres Hintergrundwissen dazu zu haben, aber wenn wir uns dieses Bild nochmal angucken, kann ich mir halt einfach vorstellen, dass Piranha Bytes sich gedacht hat, okay, aus irgendwelchen technischen Gründen konnten die das nicht mehr einbauen oder das Feature war irgendwie beschädigt oder hat Fehler gemacht oder sonst was, und dann haben sie sich entschieden, das halt rauszunehmen. Und dann konnten die Skelette auf einmal nicht mehr Bogen schießen, weil das sonst zu irgendwelchen Problemen geführt hat, die sie nicht lösen konnten, weil sie keine Zeit mehr dafür hatten. Also haben sie es rausgenommen einfach. Und dann hatte man sich überlegt, okay, jetzt haben wir halt diese drei Models trotzdem noch. Was machen wir jetzt mit denen? Die brauchen jetzt eine adäquate Bezeichnung. Und ich glaube, viele haben, oder vielleicht wurde dann entschieden, ja komm, lass doch einfach dieses Model hier zum Krieger ernennen. Weil die meisten halt vielleicht denken werden, okay, das sieht mir so aus wie ein Nahkampfschild. Wenn er jetzt noch eine Nahkampfwaffe hat, dann ist er so ein bisschen der Krieger. Der halt, das macht ja auch irgendwie dann Sinn, ne? Schild und Einhandwaffe und so. Das würde dann irgendwie passen. So visuell würde es vielleicht besser passen.
Und er hier ist dann quasi der Späher, weil er eben keine Deckung jetzt in dem Sinne hat, kein Schild hat oder sonst was. Ich kann mir vorstellen, dass das ungefähr so ablief. Ja, ohne jetzt natürlich Wissen dazu zu haben, ohne das jetzt zu wissen. Aber das kann ich mir, ist jetzt nur eine Vermutung, wie das damals ablief, wie sie sich gesagt haben, okay, wie benennen wir die jetzt? Okay, unser ehemaliger Bogenschütze, ne, der hat jetzt keinen Bogen mehr, aber der hat jetzt halt diesen Schild am Arm, also geben wir dem jetzt noch eine Nahkampfwaffe und nennen wir den einfach Krieger und gut ist. Ich glaube, so sehr viel mehr Gedanken werden sie sich darüber wahrscheinlich nicht gemacht haben, vermute ich mal. War jetzt wie immer viel Input auf einmal. Ich bin ehrlich gesagt selbst überrascht, wie viel das schon wieder geworden ist. Der Übersicht halber blende ich euch gleich am Ende die Zusammenfassung ein, dann könnt ihr einfach das Video pausieren und in Ruhe selbst schauen. Da steht dann auch nochmal schön aufgelistet, welches Feature es dann ins fertige Gothic geschafft hat und welches eben nicht. Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich auch wieder herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese knochige Ausgabe von Gothics Monster im Wandel der Zeit hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und pass auf deinen Rücken auf. Hier, guck mal, Skelette. Wahrnehmungscheck, sehen sich um. Angelockt durch lebendige Wesen, Items werfen. Ah ja, und dann sehen wir quasi jetzt hier, ob es das Item reingeschafft hat oder nicht. Das Item, ja, das Feature meine ich. Das mit dem, also Immunitäten, diesen, doch klar, Skelette, doch, Skelette kann man im Spiel verbrennen, doch. Gerade kurz überlegt, ne? Ja, cool, also geiles Video, hat mir total Spaß gemacht. Das Fleischschwanzen-Video und ich glaube auch das Crawler-Video, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, aber das Fleischschwanzen-Video hatten wir schon gesehen. Wenn ich das Crawler-Video noch nicht gesehen habe, müsste ich mir das auch nochmal angucken, auf jeden Fall. Ja, geiles Video, ne? Also beste Qualität hier aus der Schmiede vom Grafen, kann man nicht anders sagen, also tip-top-Content. Und ich kann es auch immer wieder nur sagen, lasst beim Grafen ein Abo da, wenn ihr es mit Gothic habt und wenn ihr es auch so mit so Lore-Facts wie hier eben halt haben wollt. Also wirklich ganz, ganz großartiger Content, den der Graf hier der Gothic-Community zur Verfügung stellt. Ja, ich hoffe, ihr fandet es mindestens genauso geil wie ich dieses Video. Und ja, ich danke euch recht herzlich auch fürs Zusehen auf diesem Kanal. Wenn ihr Bock habt auf mehr Reacts hier im Gothic-Bereich oder im allgemeinen Gaming-Bereich, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ich streame auch regelmäßig jetzt hier auf diesem Kanal, sowie auch auf meinem Strategiekanal RTS Koga. Checkt da auch gerne mal rein und lasst da auch gerne mal ein Abo und ein Like da. Wenn ihr mich unterstützen wollt, seid ihr da gerne willkommen. Und ja, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten React wieder oder in einem anderen Format. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.